Es ist mal wieder Freitag. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Studio 2.0 Podcast. Ich habe mich in dieser Folge mit Doreen Oban getroffen. Doreen ist Marktleiterin des Rewe-Marktes in Forstlausitz. Wir haben uns ein wenig über ihre Arbeit als Leiterin des Rewe-Marktes unterhalten, wie viel Freiheiten sie im Punkt Produktauswahl hat oder wie denn die Preisgestaltung bei Rewe funktioniert. Das sind nur einige Punkte, über die wir uns unterhalten haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und hoffe, dass ihr vielleicht ein klein wenig was für euch mitnehmen könnt. Hallo Doreen. Hallo. Freut mich, dass du dich dazu bereitstellst, dass du gerne ein paar Fragen beantworten möchtest und dass du auch Lust hast, mal ein bisschen was Neues zu machen und ein bisschen was über dich, über den Markt, über deine Arbeit zu erzählen. Stell dich doch mal selber kurz vor, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Doreen Oban, geborene Pottak, bin 50 Jahre alt und was bin ich? Eine lebenslustige Frau mit beiden Beinen im Leben und versuche, das Bestmögliche rauszumachen. Okay, was machst du genau? Du bist. Ich bin Partnerkauffrau von der Rewe Handelsgruppe. Die haben 2007 an mich die Frage gestellt oder mir das Vertrauen gelegt, den Markt in die Selbstständigkeit zu nehmen. Das heißt, ich bin jetzt schon ein ganz paar Jahre dabei und habe das natürlich zugegriffen. Und das macht mir nach wie vor viel Spaß und ich habe die Entscheidung nie bereut. Okay, das nimmt mir schon eine Frage vorweg. Du bist sozusagen selbstständig, genau. Also nicht Mitarbeiterin des Konzerns, des Rewe-Konzerns, du bist selbstständig. So 100% selbstständig. Okay. Und Rewe ist damals auf dich zugekommen? Ja, die haben das neue Konzept entwickelt, dass sie viele Märkte in die Privatisierung bringen, also in die Partnerschaft. Und haben ja auch gutes Personal und das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Und der Markt, wo ich damals gearbeitet habe, hinten am Kreisel in Forst, der war mit auserkoren. Wie da genau die Kriterien waren, welche Märkte in die Selbstständigkeit gehen, kann ich nicht genau sagen. Aber unser war dabei und damals war es eben so, dass der gerade amtierende Marktleiter als erster gefragt wurde. Also du warst damals noch da angestellt? Ich war dort angestellt. Ja. Also ich bin bei der Rewe seit 2003. Ja. Hab dort gearbeitet. Erst in Forst, dann bin ich nach Lübben gegangen, eine Filiale und dann wieder nach Forst. Okay. Was hast du gelernt? Ich habe richtig Einzelhandelskauffrau gelernt. Ja. Zu DDR-Zeiten noch, da hieß es Fachverkäufer. Fachverkäufer und für den Lebensmittel Einzelhandel. Okay, und dann ist der damalige Marktleiter sozusagen ausgeschieden oder? Ist weggezogen oder beziehungsweise in einen anderen Markt gegangen. Ja. Genau, und dann bin ich wieder zurückgekommen nach Forst und habe mich gefragt, ob ich den Markt in meiner Heimatstadt wieder übernehmen will. Naja, klar, warum nicht? Familie ist hier, Freunde sind hier, den Fahrtweg immer muss man auch nicht haben. Also, ist gegangen, aber habe ich gesagt, klar, ich probiere es, ist eine Herausforderung und hat ja ganz gut geklappt bis jetzt. Denke. Musstest du nochmal Weiterbildung machen? Schule? Damals noch nicht. Da, ich sage immer, wir wohnen noch mit einem Ritterschlag Partner. Jetzt sieht das ganz anders aus. Jetzt werden die Partner richtig ausgebildet, die müssen richtig Station durchlaufen, viele Märkte durchlaufen. Und werden dort richtig an die Hand genommen von der Rewe. Ich selber kriege auch immer Einarbeiter. Das nennt sich bei uns Einarbeiter für die Selbstständigkeit. Ich kriege auch immer welche oder ab und zu mal welche, dass die auch so den Blick über den Tellerrand sehen. Weil wie oft ist es denn so, es ist ja in jeder Branche so, wenn man in einem Markt ist oder in einer Abteilung, sage ich mal, man guckt nicht mehr nach rechts und nach links. Man konzentriert sich auf sein kleines Feld und Marktleiter sollte doch alles sehen. Also es geht draußen los mit den Fahnen, die Grünflächen, der Parkplatz muss sauber sein, der Eingangsbereich. Die Mitarbeiter sollten glücklich sein, die Ware, der Kunde ist natürlich das Wichtigste. Definitiv. Das Grobe und Ganze. Also dass jeder mal wirklich alles gesehen hat, wenn man in eine höhere Position bereden möchte, dass man wirklich alle Abteilungen durchläuft. Also jetzt Backstation zum alles, Beispiel. Backstation, jetzt Lager. Lager, Warenannahme. Personalwesen genauso, also die Einsatzpläne schreiben, das Personal zu managen, das ist eigentlich immer der größte Part. Okay, gut. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Als Marktleiterin, wie viel Freiheiten hast du denn bei der Leitung des Marktes? Also was die Produktauswahl angeht, was die Gestaltung angeht, was die Preisgestaltung angeht. Hast du da Freiheiten? Kriegst du da Vorgaben vom Ja, sicherlich kriegen wir. Wir haben Verträge. Also ich habe einen Vertrag mit der Rewe und bin auch darüber ganz glücklich, muss ich jetzt mal einfach so sagen, weil die ganz tolle Konzepte haben und ich da auch der Rewe ganz toll vertraue.
Ich habe Freiheiten natürlich in Produktauswahl, gerade was die regionale Produkte gibt. Ja. Weil ich, beste Beispiel ist Breschner Spargel, funktioniert in Forst, der funktioniert nicht in Kahlo, Fetschau, wenn nicht, oder Hoyerswerda. Da kennt ihn keiner. So, und natürlich gucke ich dann auch auf den Preis. Ich meine, der Bauer möchte ja auch sein Geld haben, nicht Mehrwertsteuer, ein bisschen verdienen möchte ich auch noch. So gestaltet sich das. Aber das 80% nehme ich schon von der Rewe. Okay, also Aus dem Großhandel. Die ja. Eigenmarken ja sowieso, Ja. das ist jetzt ja ein Muss, dazu habe ich mich auch verpflichtet und das finde ich auch gut so. Aber bei Regionalprodukten kann ich jederzeit agieren und machen und tun, wenn ich da von dem Produkt überzeugt bin. Klar. Okay, also du kriegst sozusagen einen Katalog von Rewe, sagen wir mal, Ein nennen wir es jetzt Katalog, mal, sowas gibt es nicht mehr, ja, aber aber nennen wir es mal in genau. Anführungsstrichen Katalog. Und da kannst du dir dann die Waren aussuchen. Also du kriegst einen bestimmten Teil vorgegeben, was du Ja. reinnehmen musst. Und dann kannst du dir noch aussuchen, Ja, also nein, was du. ich kann jeden Artikel aussuchen im Okay. Endeffekt. Aber wir kriegen Konzepte vorgelegt. Ja. Das nennt sich bei uns Layout, weil der Rewe möchte ja einen Wiedererkennungswert haben, ob nun ein Partnermarkt oder ein regiegeführter Markt, ist hier gleich der, für den Kunden soll der Rewe-Markt gleich sein. Nicht? Und da gibt es eben Layouts für die Regale, Spiegellayouts und so, dass der, wenn du jetzt in den Urlaub fährst an die Ostsee und gehst in den Rewe-Markt und denkst, oh, sieht ja genauso aus wie in Forst. Zumindest weiß ich, wo ich meine Produkte zu suchen habe. Das ist eigentlich darüber hin wollen, also halten wir uns da auch dran. Und sicherlich gibt es Produkte, die laufen nicht so, die kann ich abwählen, Okay. ne? Und kann dafür ein anderes Produkt reinnehmen, wo ich denke, oder breiter stellen. Also hier ist schon, also das läuft bei uns besser. Und puncto Preisgestaltung, hast du da Freiheiten? Na, es gibt bei uns in der Rewe auch drei Preisschienen und ich gehe damit, das, was man mir empfiehlt. Also das mache ich auch so und ich tue ja nicht mit die Preise hoch und runter oder vielleicht durch Corona Preise hoch, was mache ich nicht. Ach. Okay. Also nicht, wenn jetzt, sagen wir mal, Nee. das Toilettenpapier Nee. leer ist. Okay. Gut. Definitiv nicht. Okay. Du hattest es ja gerade schon angesprochen, mit dem Markt hinten am Kreisel. Was war denn der ausschlaggebende Punkt zu sagen, oder war das deine freie Entscheidung zu sagen, ich vergrößere mich jetzt mit dem Markt und setze den eher zentraler in die Stadt? Also, dass wir uns vergrößern wollten, das stand. War auch von mir ein Herzenswunsch, dass Okay. ich nochmal einen neuen Markt, dieser Markt war ja nun wirklich schon knorrig alt. Und dazu muss ich leider sagen, dass der Vermieter, der dort immer noch existiert, nicht investiert hat. Gar nicht. So, wir wollten an dem Standort eigentlich eine Erweiterung machen. Das wäre unser Traum gewesen zu der damaligen Zeit. So, und da hat das ja nicht, also die sind nicht übereingekommen, die Rewe, mit dem Vermieter. Da hat sich Rewe um sich gekümmert und hat ihn gesucht, die Objektverwaltung, nicht? Und hat dann gefragt, ob ich den Markt wieder übernehmen möchte. Ich sage, natürlich, hallo, ich würde ja sonst auf der Straße sitzen, nicht? Oder ich Okay. müsste wieder fahren. Und das wollte ich nicht. Okay, also hat Rewe in den Markt investiert. Also das ist Natürlich. jetzt nicht dein eigenes Kapital, Nein. wo du gesagt hast, ich bin Nein, jetzt. nein, nein. Also die Rewe baut die Märkte und wir sind im Prinzip Hauptmieter von der Rewe. Okay. Genau. Gut. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein anderes Unternehmen aus der Rewe-Gruppe kommen würde und sagen würde, wir wollen das dann irgendwann zu gegebener Zeit übernehmen. Es gibt ja, unter Rewe gibt es ja noch mehrere Marken, ne? Ja, Ja. aber das bleibt, Das bleibt. das Das bleibt bleibt, so okay. lange, bis wir unser Vertrag, unser gegenseitigen Vertrag mit der Rewe, also ich mit der Rewe, kündige, egal aus welchen Gründen, aus Altersgründen, wie auch immer. Aber wie gesagt, ich kann es auch vererben. Okay. Ich könnte es jetzt meine Kinder, ja, mein Sohn nun nicht, der ist eine andere Branche, aber wenn jetzt einer meiner Enkelkinder das den Beruf erlernen möchte, könnte ich ihn vererben. Da gibt es richtig klare Linien. Okay. Was hat sich seitdem verändert? So von dem, sagen wir, von dem alten Markt zu dem neuen Markt? Jeder spricht mich mit meinem Vornamen an, Leute, die ich nicht kenne. Und Ja. ich überlege dann immer, oh, wer ist denn das? Habe ich den vergessen? Ja, das ist gar kein böser Wille, weil es ist einfach so, im Laden ist man, ich sage es mal, Profi und ich kenne meine Kunden. Ja. Treffe ich die Kunden woanders, fange ich an zu überlegen, woher kenne ich dieses Gesicht? Also es ist echt nicht böse gemeint, das ist einfach wahrscheinlich wie eine Art Berufskrankheit. Nicht? Hat sich verändert. Ansonsten hat sich für mich nichts verändert. Das macht mir noch mehr Spaß wie draußen, weil es doch eine größere Herausforderung ist. Ich habe mehr Abwechslung. Wir können, es funktioniert besser. Also wenn wir mal was auf die Beine stellen, wie voriges Jahr das Azubi-Projekt, das hat uns richtig groß Spaß gemacht und der Erfolg war richtig gut da, was draußen nicht so war. Draußen unsere Kunden, das waren Stammkunden. Also das war so jedes Jahr gleich. Mal ein bisschen Veränderung, aber nicht toll. Also irgendwo wurde das dann auch, wie soll ich sagen, langweilig. Du hast ja da hinten ein relativ kleines Einzugsgebiet gehabt. Dadurch, dass Ja. ihr jetzt so zentral seid, hast du ja eigentlich fast die ganze Stadt, die geballt dahin kommt. Also ich merke das ja auch selber, wenn ich in den Laden gehe, ne? Also da
ich sehe so viele unterschiedliche Menschen. Das sind nicht immer dieselben, nur die ich da sehe. Also, das stimmt. Und das ist auch die Herausforderung. Also auch in das an, also hinten die Kunden, die kannte man, wie ich schon gesagt habe. Ne? Ich wusste ganz genau, wie viel Obstgemüse ich zum Wochenende bestellen musste, wie viel nicht. Und hier ist es eben immer die Herausforderung, auch die anderen Kunden, die Jugend, das hatten wir da draußen nicht so viel. So krass, die haben ja ganz andere Warengruppen, die sie kaufen. Macht schon Spaß. Macht. Ihr habt euch ja auch nicht nur flächenmäßig vergrößert, sondern auch produktmäßig vergrößert. Definitiv. Ist das manchmal schwierig, da den Überblick zu behalten? Nee, dadurch, dass die Rewe ein super Warenwirtschaftssystem hat und wenn man das versteht und damit arbeitet, ist es relativ überschaubar und sollte nicht schwer sein. Man muss aber natürlich immer dranbleiben. Das ist so, wie sage ich immer, wie ein PC, den du immer füttern musst mit Informationen, wenn du was zurückhaben willst, und so ist das. Aber dadurch, dass wir viel die Zebra-Geräte haben, also alle Mitarbeiter arbeiten damit, jeder in seiner Abteilung, also, und da habe ich auch tolle Mitarbeiter in jeder Abteilung, ob es ein Service ist, ob es eine Mopro, Molkereiprodukte-Abteilung, muss ich auch mal klären, oder denn im Colo, also das gesamte Trockensortiment, die arbeiten damit alle wunderbar und ich möchte auch, dass sie das machen. Und ich zeige dir noch immer wieder, wenn was Neues kommt, kriegen wir Schulung und. Und dadurch macht es eben vieles einfacher. Okay, also es ist nicht mehr so, dass die Leute mit dem Zettelchen durch die Gegend rennen müssen und alles abhaken müssen? Nein. Zum Beispiel bei der Inventur oder sowas? Nicht mehr. Nur noch alles durchs WLAN. Das sieht man ja an unseren elektronischen Etiketten. Früher haben wir mal gesteckt, jeden Montag Aktionspreise, nächsten Woche wieder zurück. Das stellt sich jetzt alles automatisch um. Okay. Und das ist schön. Ist es so, dass sich Preise innerhalb eines Tages mal ändern können von bestimmten Produkten? Ja, also schon aus dem Grunde, weil wir haben eine Wochenwerbung, wir haben eine Mittwochswerbung und wir haben eine Onlinewerbung. Die Onlinewerbung geht nur Freitag, Sonntag. Die Mittwochswerbung geht ab Donnerstag los. Also die Preise sind ab Mittwoch eingestellt, aber ab Donnerstag los, was immer in die regionale Zeitung bei uns in die Lausitzer Rundschau kommt. Und die Preise stellen sie automatisch um. Ich habe das öfter schon mal gehabt, dass ich im Markt gegangen bin und einen Tag ein Produkt gekauft habe und dann bin ich am nächsten Tag nochmal rein und da war es entweder teurer oder günstiger. Ich denke, also eher günstiger? Ja. Bei Obstgemüse kann es passieren, dass Tagespreise sind. Das ist schon klar. Nicht, wenn mal eine Ware nicht kommt oder die müssen auf dem Ausweichlieferanten im Lager ausweichen und der macht nochmal andere Preise, das kann schon mal passieren. Okay. Wie viele Mitarbeiter hast du im Markt? Ohne meine sind wir 53, also mit mir sind wir 54. 54 Mann, alle Vollzeit angestellt, Teilzeit? Alle Teilzeit. Teilzeit. Okay. Ich habe auch Pauschalkräfte, Kassierer, weil ich zum Wochenende die Hände brauche einfach. Nehme ich gerne Studenten und Schüler, weil ich sag mal, ich kenne das noch, ich bin ja nur im Alter, ich kannte das noch Ferienarbeit. Heutzutage ist es sehr schwer für Jugendliche, ihr Taschengeld aufzubessern. Nicht? Und ich sage immer, also die da sind, die wir grüßen uns heute noch, sogar meine ersten Studenten, die ich noch hatte oder Schüler, die brauche ich schon und die können ja nur am Wochenende arbeiten und das tut uns gut. Ja. Weil ich bin noch vom Erbenschlag, ich versuche immer noch ein Wochenende arbeiten, ein Wochenende frei zu gehen. Es funktioniert nicht immer in der Urlaubszeit, aber größtenteils. Okay. Zu 99% schaffe ich das immer. Okay. Was sind so die schlimmsten Tage? Na, wir sind Wochenende Markt. Also bei uns geht's Freitag los. Ja. Donnerstag Nachmittag, Freitag Sonnabend und Montag früh durch die Angebote. Und Feiertage? Ja, darüber. Ja, Feiertage ist generell Ausnahmezustand, aber es ist auch in Ordnung so. Ja. Wir haben Zeit, wo andere auf Hochzeiten sind, nicht? Urlauberzeiten, die haben im Juli, August ihre Hochzeit. Da können wir ein bisschen entspannen. Bei uns geht's dann zu Weihnachten, zu Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt. Generell, wenn Feiertag ist und wenn der Feiertag noch so günstig fällt wie für uns jetzt auf den Sonnabend im Oktober, ja, dann ist natürlich 2 Tage zu, geht ja gar nicht. Ja, ja, das stimmt. Es ist aber auch in Ordnung, weil die Leute kaufen nicht mehr so auf Vorrat wie früher. Nicht, die sind spontaner, denn sehen sie wieder was, entweder online oder im Fernsehen, wie sie die ganzen Sendungen heißen, ach, das können wir nochmal nachkochen und dann kommen sie. Also dadurch hat sich das Kaufverhalten unwahrscheinlich geändert. Das merken wir auch an den Ladenöffnungszeiten. Da musst du halt mit dem Zeitgeist mitgehen. Definitiv. Auch wenn es nicht familienfreundlich ist. Ja. Also für mich zum Beispiel als Selbstständiger ist bis 22 Uhr schon echt schön. Da kann man noch schnell, wenn man was vergessen hat oder sonstiges oder einen ganzen Tag gearbeitet hat, kann man noch schnell mal 9:30 nochmal schnell einkaufen. Mir ist es manchmal auch unangenehm, wenn ich dann in den Laden reinkomme und sehe dann schon die Mitarbeiter, dass ich schon ein bisschen durchhänge. Aber so bis 22 Uhr ist schon für mich zum Beispiel ganz angenehm. Ich gehe auch gerne Abend einkaufen. Nein, ist so richtig. Da habe ich meine Ruhe, geht mir genau keiner auf die Nerven. Wenn ich eine Ausbildung bei Rewe mache, was kann man da lernen? Welche Berufe gibt es?
In welche Richtung kann man da gehen? In ganz, ganz vielen Richtungen. Also bei mir, also ich bilde aus und suche auch wieder Azubis und ich finde es traurig, dass in Forst keiner sich bewirbt. Also ich für mich bilde aus Verkäufer, Verkäuferinnen, das sind 2 Jahre. Das ist ein Einsatzgebiet, Kasse oder als Abteilungskraft, so als mitarbeitende Abteilungskraft, dann bilde ich aus Einzelhandelskaufmann und Kauffrau, nicht? Und hatte voriges Jahr also ein Schnelldurchläufer, der ist jetzt Assistent in Cottbus eingesetzt, der hatte schon einen eher artähnlichen Beruf und hat das alles in 14 Monate gemacht. Dann gibt es BA-Studenten, die, also das duale Studium, die Praxis machen und Theorie, also Studium zur gleichen Zeit, die werden dann eventuell dann im Außendienst eingesetzt bei der Rewelt. Weiterhin kannst du in der Zentrale Logistiker suchen, sie immer, denn Kommissionierer, kannst ja Handelsfachpacker lernen. Selbst in der Zentrale gibt es ganz, ganz viele spannende Berufe, ob es Aus- und Weiterbildung ist, ob das Werbung ist, ob das einfach nur Büromanagement ist. Also von einer Kollegin von mir, die Tochter hat sich jetzt bei der Rewe beworben und ist auch dran gekommen und fängt jetzt in der Zentrale bei uns eine Lehre an. Okay. Welche Vorteile hat das denn bei Rewe, eine Ausbildung zu machen? Also gibt es Vergünstigungen, gibt es spezielle Lernhilfen? Es gab ja irgendwann mal die Aktion, dass wenn man bei Rewe seine Ausbildung angefangen hat, dass man für die Ausbildungszeit ein Tablet bekommen hat zum Lernen? Das ist nach wie vor so. Das ist nicht nur eine Auszeichnung, das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Nicht alle Familien können ihren Kindern ein Tablet zur Verfügung stellen, wenn sie das erste Vierteljahr überstanden haben. Weil im ersten Vierteljahr weiß man ja, ob der Azubi bei uns bleibt oder nicht. Bekommen Sie für den Rest Ihrer Ausbildung ein Tablet, weil viel online oder viele Informationen werden dort Rollen gespielt von der Aus- und Weiterbildung. Es ist einfach die Zeit heutzutage und das gehört dazu und das ist nach wie vor und das dürfen Sie dann nach der Ausbildung behalten. Das ist cool. Was macht ihr jetzt als Markt noch so für eure Azubis? Also du hattest ja kurz schon das Azubi-Projekt angesprochen. Was machen wir im Markt? Also erstmal sind Sie voll integriert in den ganzen, in das ganze Kollegium. Ich nenne es jetzt mal ins ganze Team, nenne ich es mal jetzt so. Ich sitze immer wie eine große Familie. Das sind halt die Kinder, die dann kommen, nicht? Und bis jetzt habe ich, wenn er nicht von selber gekündigt hat, jeden Lehrling übernommen und das ist auch mein Bestreben. Deswegen suche ich auch immer noch Azubis, weil auf lange Sicht ich habe, wie soll ich sagen, viele Ältere. Also ich bin jetzt immer so mit dem Mittelmaß, viele Ältere und man weiß immer nicht, wie lange man in dem Beruf aushält. Ich habe jetzt 1, 2 Kollegen, die 60 geworden sind, die sind immer noch topfit und die sollen auch bis zum letzten Tag bei mir arbeiten dürfen und ich würde mich freuen, wenn die bis dahin arbeiten und kerngesund bleiben. Nicht? Aber dafür, wenn die dann mal ausscheiden, brauche ich Personal und ich kann nicht dann sagen, so, was, morgen gehst du in Rente? Oh, ich muss ja Nachwuchs. Also ich bilde mir auch gerne meinen Nachwuchs selber aus, weil es funktioniert. Okay. Also der Einzelhandelskaufmann, der jetzt Ausland, der Herr Schwieg, der wird als Assistent übernommen. Er hat seinen Arbeitsvertrag schon in der Tasche. Mit bestandener Prüfung. Voraussetzung, also, ja. Definitiv. Okay. Wie viele Azubis hast du gerade? Momentan habe ich 3. 3. 2 lernen jetzt aus, ein Einzelhandelskaufmann, eine Verkäuferin. Und dann habe ich dann im zweiten Ausbildung ja eine Einzelhandelskauffrau. Was muss man als Grundvoraussetzung mitbringen? Also jetzt einfach nur Liebe und Spaß im Beruf und Interesse. Okay, also du achtest jetzt nicht maßgeblich auf jetzt Noten, also kann ja mal sein, dass man vielleicht auch mal ein schlechteres Zeugnis dabei ist, aber... Nein, mache ich nicht, es kommt immer drauf an, also ich kann mich jetzt nicht als 4er-5er-Kandidat für Marktleiter bewerben, man kann es aber dennoch erreichen, das ist es nicht, manchmal bei manchen platzt der erst später der Knoten, ist ja nun mal so, nö, ich achte eigentlich drauf, wie er sich einfügt, das Interesse, wie gibt er sich, also da sind so viele Faktoren, kommen sie zu spät, sind sie permanent müde, nölen sie nur rum, der hat kein Interesse, der will nicht. Aber wenn einer das will, das merkst du schon. Und ich arbeite ja schon jahrelang mit Azubis, also du siehst schon die Unterschiede und du merkst auch, wer wirklich dabei bleiben will und und die Chance, selbst als wenn du bei mir als Verkäufer anfängst, auf die 2 Jahre hast du immer noch die Chance, das dritte Jahr mit dran zu hängen. Also du kannst ja ein Einzelhandelskaufmann machen. Das heißt, du bist dann qualifiziert für Assistent und Marktleiter. Und selbst wenn sie nicht im Forst bleiben möchten, was ich ja persönlich schade finde, wenn die Jugend weg ist, können sie sich überall in jedem Unternehmen oder bei der Rewe auch innerhalb Deutschlands sich bewerben. Weil die Ausbildung, finde ich, ist gut bei der Rewe. Cool. Okay. Also falls das jemand hört, kann man sich gerne bei dir bewerben. Ja. Gerne. Okay. Kommen wir mal zu dir. Wie sieht denn so ein Tag von dir aus? Was machst du als erstes, wenn du in den Markt kommst? Als erstes erstmal alles hochfahren. Licht an, alles hochfahren. Ja, dann wird alles
vorgefahren, die Ware ist ja da. Hm. Fangen wir schon an mit unserer Elektronik, Wareneingangskontrolle, sind alle Verpackungseinheiten da, nicht, dann wird das in die Abteilung geschoben. Dann trinkt man ein Käffchen, dann wird eingeteilt und dann geht's los. Weil um 7 machen wir ja auf. Und dann möchte schon der Kunde ein frisches, warmes Brötchen haben. Mhm. Es wird nicht immer klappen, dass alles drin ist, weil das Warmvolumen, was wir momentan bewegen, ist schon krass. Nicht? Pegelt sich alles wieder ein, auch gut so für uns. Ich war ja nur ein paar harte Wochen hinter uns. Aber ja, und dann verräumen wir die Ware. Dann ist einfach, dann machen wir unseren Job. Dann verkaufen wir. Wann fängst du an zu arbeiten? 6:30. Das ist okay. Zu Feiertagen kann es denn schon mal 5:30 sein. Okay, gut. Bist aber auch ständig auf Abruf, falls, also sagen wir mal, selbst wenn du jetzt Feierabend hast, falls es unvorhergesehene Sachen gibt, bist du ständig auf Abruf. Immer. Ich kann mich noch an den Stromausfall erinnern, wo du das ganze Wochenende komplett auf Abruf warst. Ja, generell. Nee, ich habe immer, das ist logisch, das ist, ich sage immer, das ist wie, wenn du ein neues, oder wenn du Tiere hast und das kommt gerade zur Welt, das, also du lässt doch das nie weg, oder die Kinder lässt du doch nie aus den Augen, das ist wie so ein Baby von mir und das soll auch so sein, das macht mir Spaß. Nicht? Und wenn nicht ich, wer denn dann? Genau. Was sind denn so die täglichen Herausforderungen im Markt? Also jetzt nicht nur, was so die Arbeit angeht, sondern auch so mit den Kunden. Na, unzufriedene Kunden ist schon, also krass. Also manchmal denkst du, wir sind die Mülleimer. Ja, ich hatte heute erst wieder das Gespräch, weil einige sind frustriert, sicherlich durch die ganze Situation, was gerade passiert. Ich versuche dann auch immer ein bisschen Psychologe zu spielen und sage, ja, das glaube ich, ich verstehe euch auch, dass ihr da auch frustriert seid, gerade an der Kasse. Aber sag ich, wir haben auch so viele nette Kunden. Ja, das stimmt. Naja, sag ich, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und sowas hast du in jedem Beruf. Du hast nette Leute, du hast weniger nette Leute. Und ich ärgere mich nicht über die schlimmen Leute. Ich freue mich über die, die freundlich sind, die grüßen, mit denen man vielleicht auch noch ein Schwätzchen machen kann. Man erfährt ja was. Man ist ja ein forschter Kind. Also ich bin ein forschter Kind von Anfang an. Also nicht Forste mit ST, sondern mit SCH geschrieben. Ja. Okay, aber so extrem krasse Sachen, die du täglich erlebst. Das ist, also, dass ihr jetzt Securities braucht zum Beispiel ab einer bestimmten Zeit. Hatten wir. Ja. Hat sich aber auch eingepegelt. Es war für mich aber auch ein bisschen mehr für die Sicherheit der Mitarbeiter. Weil ich jetzt nicht wusste, was passiert hier in Forst, wie in der Stadt da draußen. Wie gesagt, war es sehr ruhig. Einfach, um die Mitarbeiter auch eine Art Sicherheit zu geben. Es hat sich aber alles eingepegelt und funktioniert und der wird auch wieder da kommen. Also es ist eine Sicherheit für meine Mitarbeiter. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Kunden nicht vertraue oder so, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, nicht jeder Kunde ist nett und nicht jeder Kunde bleibt ruhig. Also das hatten wir auch schon gehabt. Also auch mit Polizei und so. Und da stelle ich mich einfach schützend vor meine Mitarbeiter und gebe denen das Gefühl, ihr seid nicht alleine. Sehr gut. Stellen wir die Frage mal andersrum. Was können denn die Kunden für euch tun, um euch die Arbeit zu erleichtern? Einfach nur nett und freundlich sein und vielleicht, dass wir machen ja auch Fehler, also wir können nicht immer alles richtig bestellen, also das ist ja wirklich, wer das kann, ist ja der liebe Gott, sag ich immer, wenn sowas mal passiert, einfach mal sagen, ja, schade, aber ich finde einen anderen Artikel. Einfach auch mal verstehen, dass wir auch Busmenschen sind und dass wir das bestellen, gerade mit den frischen Artikeln, ist immer eine emotionale Sache, sag ich. Also du musst, das jeden Tag ist anders, jede Woche ist anders, also zumindest hier an dem Standort. Und immer kriegst du es nicht richtig hin, nicht? Ist einfach so. Und ich weiß nicht mal, was im Fernsehen gekocht wird. Wenn da auf einmal irgendeine Rucola-Soße kommt, dann kaufen die auf einmal alle Rucola. Das ist kurios. Wenn ich das vorher wüsste, könnte man sich darauf einstellen. Nicht? Ja gut, das ist richtig. Ihr macht ja auch viel Außenarbeit. Also Rewe macht ja auch sehr, sehr viel und sponsert und unterstützt. Was macht ihr denn direkt? Gibt es ein paar regionale Vereine, die ihr unterstützt? Also ich unterstütze hier den SV Lausitz, weil mein Sohn dort spielt, mein Enkel dort spielt. Dann tue ich jedes Jahr den Weihnachtsmann sponsern. Das steht auch in meiner Zeitung. Nicht, weil ich auch sage, finde ich auch eine gute Sache. Weil ich möchte auch gerne, dass der Weihnachtsmarkt mal ein bisschen größer wird, ein bisschen schöner, dass keiner mehr von Forst nach Cottbus fahren muss. Das wäre so ein Traum für mich als Forster Kind. Nicht? Ja, nee, also ich sponsore den SV Lausitz. Also auch am liebsten die Bambinis, also die Jugendbrigade. Ja. Weil ich immer sage, die älteren Herren, die nehmen sie als Hobby. Und die finden ihre Zeit und ihre Gelder, nicht? Ja. Und die Kleinen, ach, die musst du noch so ein bisschen motivieren und die sollen Spaß haben, weil ich finde diese Vereinsarbeit ganz toll wichtig in der Entwicklung eines Kindes. Nun ein Mädchen oder Junge, ist ja egal. Und die sozialen Kontakte, die da sind, die sind eben doch ganz, ganz, ganz wichtig. Und diese Gemeinschaft, die sie da haben, diese Rücksichtnahme, was sie dort lernen.
Nicht? Es ist nicht immer nur schrammen oder rumwölzen. Es ist ja auch, dass sie sich im Team eingliedern müssen. Und das finde ich schön. Ja. Momentan haben wir gerade eine Spendenaktion für den SV Lausitz, für die Abambinis. Ich habe dort für die Lehrgutbons einen Briefkasten angelegt. Wer was Gutes tun will, kann seinen Lehrgutbon dort reinschmeißen. Und im September, am Anfang September, es wird auch groß reingehangen. Werden wir mal sehen, was unsere Vorstadtkunden so wirklich gesponsert haben. Und danach kommt ein anderer Verein, wenn er sich bei mir bewirbt. Also Bewerbung also, heißt jetzt ja nicht, die müssen mir kennen. Ist einfach bloß mal sich vorstellen kommen. Aber die Vereine können schon auf dich zukommen und sagen, ja, wir könnten vielleicht ein bisschen Unterstützung gebrauchen dafür neue Technik. Oder zum Beispiel. Es muss ja jetzt nicht mal irgendwas Geldmäßiges sein. Ne? Das kann ja zum Beispiel auch Technik sein. Oder vielleicht, wir wollen mal ein schönes Essen machen mit den Vereinsmitgliedern. Also ich habe das vor, alle halbe Jahre zu wechseln. Ja. Weil ich meine, so ein Lehrgutbon, weiß jeder, was wird der Durchschnitt sein? 2,80 Euro bis 3,10 Euro, nicht? Klar, manche sind höher, manche sind niedriger. Und das braucht eine Weile, um doch da eine Summe zu holen, nicht? Aber wenn jetzt, egal, ob das ein Kindergarten, ein privater ist, ob das eine Einrichtung ist, und die haben was vor, können sich gerne bei mir bewerben. Ich sage, ich möchte jetzt kein formloses Blatt haben, wo denn der Chef kommt und sagt, er schreibt mal was auf. Also da sollen sich schon die Nutznießer, also die Kinder oder die Trainer oder die Erzieher, mal sich eine Kleinigkeit überlegen. Ich denke so an Kindergarten, wenn da mal eine Gruppe kommt und ein Liedchen singt und mir ein Bildchen bringt und sagt, Mensch, wir würden hier gerne mal uns bewerben, weil wir brauchen das und das und würden dort gerne an diesen Spendenkasten ran wollen für ein halbes Jahr. Cool, sehr schön. Kommen wir nochmal zu eurem Sortiment zurück. Es passiert ja auch viel, dass Lebensmittel mal abgelaufen sind, das MHD. Das heißt aber nicht, dass die Lebensmittel schlecht sind. Definitiv nicht. Was passiert denn mit den Lebensmitteln? Also erstmal gibt es bei uns in unserer Rewe-Welt, sage ich, eine klare MAD-Leitlinie gibt es dort, also wann welcher Artikel raus muss. Und teilweise sind sie noch einen Monat haltbar. Gerade bei Kohlartikel, die gehen komplett zu den Vorstadttafeln. Okay. Komplett. Okay. Dreimal in der Woche kommen sie bei uns. Oder auch Blumen. Blumen, wir geben eine frische Garantie. Und wenn sie dann nicht verkauft werden, dann gehen sie auch zu den Vorstadttafeln, weil auch eine Blume kann sich nicht jeder leisten, ein Blumensträußchen, und die halten dann auch noch manchmal eine Woche. Okay. Ja, ein bisschen digitaler. Also gerade jetzt so in den Zeiten hätte ich es mir manchmal gewünscht, dass man sich auch Sachen bestellen kann. Ich weiß. Also Delivery. Warum gibt es das hier bei uns noch nicht? Hätte ich machen können. Wäre auch gar nicht das Ding gewesen. Ich habe da ein bisschen Angst davor, sage ich so, wie es ist. Dann geht mein Beruf, also ich bin Verkäufer mit Leib und Seele, also am liebsten ruhig hinterm Laden zu stehen. Das wäre so ein Tante-Emma-Laden, das mit Mehl abwiegen, das wäre, das war eigentlich der Grundcharakter, warum ich das auch gelernt habe. Ja. Dieses ganze Online-Geschäft, glaube ich, ist für Forst, es würde nicht den Erfolg bringen. Im Gegenteil, dann habe ich Kunden wie dich nicht mehr im Laden. Weißt du, wir haben den persönlichen Kontakt nicht mehr. Das ist, und die Arbeit, die ich mir am Markt mache, ist dann so sinnlos geworden. So sehe ich das. Ich weiß, ich werde mich nicht ewig weigern können. Aber momentan ist im Forst eben die Kunden, die wir haben, doch ziemlich älter. Die Jugend ist ja jetzt nicht, leider nicht so viel im Forst, sind zwar schon mehr geworden, aber nicht so viel mehr. Also das, dann geht zu meinem Beruf, habe ich so ein bisschen Angst. Okay. Und wie ist es aber andersrum? Also wenn ihr jetzt nicht das ausliefert, sondern man sagt, okay, man ruft jetzt bei euch an und macht online eine Liste und ihr packt das? Das ist ja das, was wir machen könnten. Okay, also den Packservice sozusagen. Ja, genau. Okay. Und dann kommt der Kunde, holt sich's ab vorne, extra Kasse, zack, ist es weggepackt und weggesagt. Ja. Der ist in 3 Minuten oder in einer Minute wieder raus. Ich muss dann aber auch wieder ein Stück im Markt abgeben und das ist so. Okay, also ich würde es mir manchmal wünschen, persönlich, weil ich auch nicht immer die Zeit habe, durch den Markt zu gehen und dann vielleicht, ich meine, ich kenne ja auch viele Leute, ne, und treffe dann da noch jemanden, dann muss er da wieder. Ich rede gerne mit Leuten, definitiv, aber manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, wenn ich dann halt mal schnell irgendwo hin möchte. Aber dieser Online-Service, darf man nicht vergessen, ist, da kann ich komplett auf ganze Markt abgebildet werden, nicht? Also, es ist auch nicht so. Also, du kriegst die Produkte schon vorgelegt. Also, wir haben es mal angedacht. Damals, wo ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ja auch voller Ideen. Habe dann auch für ältere Leute angefangen, aber dann ging es los, nicht? Opa Krause. Für 6 Euro bestellt. Ich habe die falsche Marmelade gebracht und das falsche Brot. Weißt du, das ist eben doch schwierig, nicht? Wo ich sage, jetzt, also, gerade in der letzten Zeit haben viele angefragt, konnte ich aber auch nicht machen, aber musste ich ja die Leute schützen. Ich habe gesagt, dann Chicken sollen sie doch einfach Nachbarn mitgeben. Die Nachbarschaftshilfe. Wurde ja auch viel gemacht. Ja. Nicht, wo wir dann noch geholfen haben, zu packen und zu machen. Das machen wir. Wir liefern ja auch aus, aber nur in Heime.
Also in große, zum Beispiel das Demenzhaus, die haben ja noch gar keine Chance rauszukommen, um die Leute dort, die dort arbeiten, zu unterstützen. Da liefern wir aus. Ins Wichernheim liefern wir aus. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also gerade für Leute, die sich vielleicht nicht mehr so gut bewegen können oder halt auch selber nicht einkaufen gehen können. Und dann für die ganze Tagesbetreuung der älteren Bürger, da liefern wir auch hin. Nicht? Also die nehme ich schon, das mache ich auch. Aber das funktioniert noch mit Fax, mit Zettel schreiben, Fax. Ja, und ja, es ist so. Was brauchen sie? Die brauchen viel Wasser, die brauchen viel Toilettenpapier, nicht? Zebrarollen, so eine Geschichten. Nicht? Und das natürlich zu schleppen. Okay. Welche Services bietet ihr sonst noch an? Also es gibt ja einiges, was ihr im Markt so anbietet an Sachen. Also wenn ich jetzt die Backstation zum Beispiel und die Salatbar, Richtig. was gibt es dann? Also PBIC ist ja immer Serviceleistung von Ja. uns, was uns vom Mitbewerber abhebt. Dann haben wir eben das Regal mit dem Mehrwertdienst, also dass wir ganz viele Gutscheine haben, wo der Kunde jetzt nicht in das Fachgeschäft muss, wo er sagen kann, möchte ich die zu Rewe, da kriege ich für den Mediamarkt oder für den Baumarkt mehr Gutschein, den ich verschenken will oder nicht. So, das haben wir. Dann machen wir Präsente auf Wunsch. Ganz viel packen wir zu Weihnachten für Firmen. Präsentkörbe, Präsente. Das machen wir selber. So, das machen wir. Jetzt demnächst bald wird unsere E-Tankstelle in, die ist ja noch leider noch nicht aktiviert, aber das werden wir dann auch über die Medien rechtzeitig Bescheid sagen. Wir hatten das eigentlich auch geplant mit einem großen Fest. Geht ja momentan nicht. Na, dann ist es halt so. Ich bin froh, dass die Tankstelle jetzt endlich gekommen ist. Also das war auf euren Wunsch, dass da Auf meinen Wunsch. Auf meinen Wunsch mit den Stadtwerken. Also, das ist eine Kooperation mit den Stadtwerken. Hat nichts mit der Rewe zu, also hat schon was mit der Rewe zu tun, aber das habe ich angeleiert und das wollte ich. Okay. Weil das passt einfach zum Green Building, weil nachhaltig, wir fahren selber dienstlichen E-Auto, gerade für Stadtverkehr. Ich finde es gut, ich finde es eine gute Sache der Umwelt. Nicht alle reden von Umwelt machen, tun und hast du nicht gesehen, viele Sachen können wir nicht abwehren, wollen wir auch nicht mehr. Sage ich, möchte nicht unbedingt auf meine Heizung verzichten und mein warmes Wasser. Aber wenn ich nur im Stadtverkehr fahre, warum sollte ich nicht mit dem Elektroauto fahren? Da kommen wir auch gleich schon zum nächsten Thema. Rewe ist ja dafür bekannt, an die Umwelt zu denken und nachhaltig zu sein. Ich gebe dir mal ein paar Stichwörter vor und du sagst einfach mal, was du dazu denkst oder was deine Meinung dazu ist. Unverpackt. Finde ich gut. Komm mal wieder her, was die Verkäuferin ausmacht. Wiegeware, lose Ware. Finde ich top. Also, dass wir Ware generell lose verkaufen. Finde ich gut. Okay. Umweltfreundliche Verpackung. Ja, natürlich, biologisch abbaubar sollten sie schon sein, nicht? Aber nicht unbedingt, dass andere Ressourcen dafür weggehen müssen. Also das ist natürlich Sache, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Also ich bin schon für Verpackung, ich bin für Mehrweg, definitiv. Also wir haben ja im Obstgemüse die frischen Mehrwegnetze, die der Kunde sich nehmen kann. Einmalig kaufen, immer wieder waschen. Mittlerweile haben wir auch Eierverpackung, Mehrweg, wo ich sage, es gibt ja auch die ganz normalen Einkaufstaschen, die man mehrmals benutzen kann. Man muss sich nicht eine Papiertüte nehmen. Nicht, finde ich schon gut, finde Ich ich. glaube, Rewe war noch die ersten, die komplett auf Papiertüten Auf umgestiegen sind. Plastiktüten für den Kunden. Komplett Plastiktüten waren wir eine der ersten, die das weggenommen haben. Ja, Genau. genau. Ihr wart sozusagen die ersten, die. Okay. Insektenschutz. Da habe ich im Internet auch viel gesehen, dass Rewe Ja. sich dafür extrem Genau. einsetzt. Ja, wir haben auch momentan gerade jetzt aktuell Bienenhäuser, aber leider, leider, leider will die hier in Forst keiner haben. Schade. Ja. Also du kannst die Insektenhäuser kaufen, nicht? Die stehen noch da, aber im Forst ist da, wo glaube ich, keiner dafür. Jetzt muss ich aber auch wieder die Forster in Schutz nehmen. Wir sind ländlich, ich alleine kenne 3 Imker. So, jetzt muss ich jetzt mal sagen, Ja, also klar. wir sind schon sehr nachhaltig hier in Forst. Nicht? Sicherlich Großstädter sehen das anders. Wenn jetzt der Beton, Beton, Beton und wir haben ja nur wirklich viele Grünflächen hier in Forst. Ja, definitiv. Nicht? Und viele Imkers. Alleine schon hier 100 Meter weiter Ja, ist auch naja. keiner. Regionale Produkte. Ja, wie gesagt, könnten noch mehr werden. Es könnten noch mehr Firmen auf mich zukommen. Es kam eine Forsterfirma auf mich zu und ich hoffe, die sind noch dabei. Konnten wir jetzt auch nicht nachvollziehen, also noch weiter verfolgen durch die ganze Situation. Und ich hoffe, die kommen noch. Das ist noch eine Forsterfirma. Forsterfirma. Alles gut. Ja. ich hoffe, es kommen noch mehr. Ja, auch. Was habt ihr da so für Produkte? Also Regional? regional haben wir schon immer drinne. Regional, ich sehe den Spreewald noch als Ja, regional. klar. Also wir haben Gourmet-Salate, schon noch von DDR-Zeiten, Ja.
sind wir bekannt, nicht? Dann alle Streckenlieferanten, Fettschauer, Bautzener haben wir drin, dann Wilhelm Brandenburg, unsere Wurst kommt ja aus Weißwasser, wir sind ja die wenigsten Kunden, ist ja auch für mich regional. Ja. Im Obst-Gemüse-Bereich habe ich gerade Spargelbetrieb Kaltschmidt drin, aktuell, ist auch gut angenommen worden von den Kunden, muss man wirklich so sagen. Ich hoffe, dass ich was vielleicht mit den Kartoffeln machen können, wenn eine Kartoffelernte ist. Ist ja immer, vorher ist ja Wasser keine. Ja, was habe ich noch? Scharfes Gelb aus Senftenberg ist drin. Wem habe ich noch drin? Ich muss jetzt mal meine die ganzen Sachen durchgehen. Ja, es ist schwierig. Man hat schon so viele und man denkt gar nicht dran, nicht? Ja. Weil das ist auch wieder Betriebsblindheit. Das ist normal. Ja, natürlich. Was haben wir denn noch so? Aber das war ja schon erstmal einiges. Ach, Aronia wäre aus Gum. Aronia? Aronia, alle Produkte mit Aronia. Das ist ein Gum, ein kleines Unternehmen, die da ist gleich neben dir Nittringern, also kriegst du Aronia-Aufstrich, also süße Aufstriche. Du kriegst Aronia-Saft, mittlerweile schon an Aronia-Kräuterlikör, Aronia-Säfte, Bier, Schokolade, schokolierte Aronia-Beeren. Ja. Finde ich, ist ja sehr gesund ja. und finde ich auch gut. Und mittlerweile nimmst du die Forscher auch gut an. Sehr gut. Nächstes Stichwort, die Tafel. Ja, machen wir ja dreimal die Woche. Und es gibt ja auch, das ist aber bundesweit, also nicht nur regional, das ist generell die zweimal im Jahr die Tafelaktion. Die wird auch hier sehr gut angenommen und da muss ich auch ein ganz großes Dank den Forster, meinen Forsterkunden sagen, die sind da wirklich sehr spendierfreudig, dass sie für 5 Euro eine Tüte kaufen und dann spenden für die Forstertafeln. Und das, da freuen die sich auch immer. Das ist immer kurz vor Weihnachten, so vom Weihnachtsgeschäft so entlastet ja doch für die Leute, die dorthin gehen müssen, den Geldbeutel ein bisschen und haben schönes Essen da oder vielleicht heben sie sich zu Weihnachten auf. Habt ihr das ganze Jahr? Nein, es gibt zweimal im Jahr. Okay. Zweimal im Jahr okay. gibt es die Forstertafeln. Also richtig groß, dass wir direkt packen für die Forstertafeln, also für die Tafeln generell. Ja, ja. Und das ist in jeder Stadt, in jedem Rewe-Markt. Okay. Tierhaltung. Ja, gegen Käfighaltung, gegen Massentöten, das definitiv. Aber das ist ja eigentlich auch, achten wir auch viel drauf. Ganz doll. Habt ihr noch Produkte drin, wo du selbst sagst, die würde ich jetzt am liebsten eigentlich rausnehmen, weil das jetzt doch nicht ganz so meinen persönlichen Richtlinien entspricht? Kann ich so nicht sagen. Also ich wüsste das jetzt nicht, auf was ich da hin sollte. Nee. Okay, gut. Also ich wüsste jetzt kein Produkt. Okay. Ich hätte noch zwei fiese Fragen. Oh, war ja. Dann leg mal los. Ja. Eigentlich sind sie gar nicht so fies. Was macht Rewe besser als andere Märkte? Was macht Rewe besser als die anderen Märkte? Ob sie was besser machen, kann ich nicht so sagen. Also ich weiß bloß, dass ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Also ich versuche immer mein Bestes zu geben. Ich liebe meinen Beruf, definitiv. Und der macht mir Spaß. Und ich liebe es auch, mit Menschen zu arbeiten, auch mit meinen Kollegen. Weil ich verbringe ja mehr Zeit mit meinen Kollegen wie mit meiner Familie. Das ist eigentlich schockierend, aber es ist so. Und ob ich das nun besser mache, das müssen die Kunden entscheiden. Und die Kundenbefragung läuft ja auch immer. Das macht ja die Rewe regelmäßig, auch um uns ein Spiegelbild vorzuwerfen. Ja. Und ohne eingebildet zu klingen, fühle ich mich dort auch bestätigt. Ich mag es ja auch an den Kundenanzahlen. Steigt stetig, oder? Es steigt, ja, aber ob es immer stetig steigt, nicht immer nur die Kunden. Also die Kundenkontakte sind jetzt erstmal weniger geworden durch Corona. Ja, also der Kunde kommt nicht mehr dreimal einkaufen, der kommt einmal einkaufen. Nicht, ist so. Und ob ich es besser mache, das musst du eigentlich die anderen vorfragen. Also ich weiß, dass Kaufland bei mir ja regelmäßig gucken kommt, was ich mache. Und das würden sie nicht machen, wenn ich schlecht wäre. Okay, gut. Warum zahlt man vergleichsweise mehr für ähnliche Produkte als in anderen Märkten? Das ist ein Lugschluss, das ist ein Trugschluss. Ja? Es gibt Warengruppen, die sind bei uns preiswerter und in anderen Unternehmen teurer. Und genauso sind andere Produkte bei uns teurer und in anderen Unternehmen preiswerter. Man kann das nicht so verallgemeinern von einem Produkt. Ich sage mal, wir wollen uns auch auf keinen Preiskampf mit anderen Unternehmen geben. Das bringt gar niemand. Das bringt niemand was. Dem Unternehmen nicht, dem Hersteller nicht. Ist einfach so. Sicherlich eine gesunde Werbung soll sein. Der Kunde hat ja auch Spaß dran an der Werbung. Soll er ja auch haben, Gottes Willen, nicht? Das ist auch interessant. Aber ob wir nun teurer sind oder preiswerter, das sehe ich ganz anders. Das ist eine Mischkalkulation. Also ich gehe mal von meinem Einkauf aus. So, und wenn ich damit zufrieden bin, dann ist es in Ordnung. Und wenn ich dann noch mit den Produkten glücklich bin, die mir auch noch Spaß machen, dann ist es doch in Ordnung.
Wie gesagt, ich gebe auch gerne einen Euro mehr aus, gerade für regionale Produkte. Also ich möchte schon den Spargel ausbrechen. Ich merke den Unterschied von der Qualität. Definitiv. Mir schmeckt er besser wie aus Ägypten, muss ich mal so sagen. Okay. Obwohl wir den auch haben. Habt ihr auch das Label hier Pro Planet? Ja. Ja? Was hat es damit auf sich? Das Pro Planet, was hat es damit auf sich? Also es sind ja viele Sachen. Wir haben Fairtrade, wir haben Pro Planet. Bei dem Fairtrade, also ist dieser faire Handel, dass die Blumen kommen da ganz viel davon, dass dort wirklich die Leute das Geld bekommen, die da arbeiten, dass die auch vernünftig bezahlt werden. Pro Planet ist genau das Gleiche, dass ein gewisser Teil des Verkaufs zurückgeführt wird, ob nun zum Brunnenbau. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Projekte bei der Rewe. Das macht auch Spaß. Und wenn man auf die Seite geht, sieht man da auch viel, gerade online. Und finde ich auch wichtig. Also das ist auch transparent und für jeden einsehbar. Auf alle Fälle. Dass man, wo die Gelder hingehen, beziehungsweise was, definitiv. Was da an die Leute, an die Produzenten sozusagen geht. Genau, genau. Okay. Gut. Kommen wir mal weg von der Arbeit. Hm? Na, du hast ja heute auch schon den ganzen Tag gearbeitet. Was machst du denn als erstes, wenn du nach Hause kommst? Was mache ich als erstes? Erstmal umziehen Jogginghosen an. Ja. Wie jeder normale Mensch, nicht? Okay. Ja. Und redet ihr zu Hause noch über die Arbeit? Ja. Also dein Mann arbeitet ja auch. Genau. Mit im ja, wir reden auch natürlich. Ja. Ja, wir haben ein kleines Häuschen, einen kleinen Garten. Wir gehen momentan viel raus. Ist auch schön. Wir sind auch noch sehr aktiv mit Freunden. Also es geht mal dahin und mal dahin. Oder es kommt mal jemand zu uns. Dann ist ja meine Familie noch im Ort. Da geht man ja auch mal hin. Zur Mutti, zu den Eltern, zu den Kindern. Also es ist immer was. Aber wir können auch wieder ganz gut auf der Couch liegen und auch mal eine Schuhe. Auch mal faulenzen, das muss auch mal sein. Kannst du abschalten? Ich kann abschalten, ja. Ja? Also wenn man das nicht kann und wenn man das nicht beherrscht, sollte man so einen Job nicht machen. Weil dann wäre ich ein unangenehmer Chef. Und das möchte ich nicht sein. Okay. Aber auch so gerade in so stressigen Zeiten, wenn du denkst, okay, das muss ich noch bestellen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Nö. Oder hast du da Leute, wo du sagst, okay, ja, auf die kann ich mich verlassen. Natürlich. Und da kann ich das auch mal abgeben. Kann ich abgeben. Ich kann gut abgeben, man muss es halt nur organisieren, man muss es eben einteilen und man muss das auch eindeutig sagen und dann funktioniert das. Okay. Ohne was gibt es keinen Ärger. Sehr gut. Hast du Lieblingsorte hier in Faust? Lieblingsorte? Ja. Ich habe einen Lieblingsort, ja. Also ich habe eigentlich zwei Lieblingsorte. Ist ein Geheimtipp, oder? Nö. Also wenn ich weggehe, gehe ich für mich da gerne ins Manitou, weil ich einfach dort viel kenne. Das ist einfach das Ambiente, was mir gefällt. Ich brauche jetzt nicht hier Schickimicki, Tralala, Hochhackige Schuhe, das brauche ich nicht. Okay. Nee. Ja, ich liebe auch Live-Musik. Nicht? Das ist da. Dann gehen wir auch ganz gerne gut bürgerlich essen, wie in Jörgsdorf. Aber ich gehe auch sehr gerne zum Gericht. Also das ist so. Fehlt dich hier noch ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Vielfalt, was du gerade so was so die Gastronomie angeht? Also ich habe Angst, dass die richtig guten deutschen Küchen aussterben. Okay. Da habe ich Angst, weil da ist kein Nachwuchs da. Wenn ich mir die Kneiper, ich nenne sie mal Kneiper, so angucke, also wo du den Schnitzel kriegst, mit Bratkartoffeln, mit einem Spiegelei drauf, nicht? Also da habe ich so ein bisschen Angst, dass da kommt nichts mehr. Da haben wir nicht mehr viel. Also für uns Forster, wo wir auch mal mit dem Fahrrad hinfahren können. Sicherlich, wenn wir rausfahren mit dem Auto, da findest du noch schöne Geheimtipps. Aber hier direkt in der Stadt ist schade. Das stimmt. Oder halt Fast Food. Ne? Ja, das will ich ja nicht. Du hast halt, also an jeder Ecke hast du irgendwo Fast Food. Ob es jetzt Döner ist, dann kannst du dich hier, ich sag mal, totfressen. Ja, der ist ja auch ein Auto, den soll es ja auch geben. Ja, definitiv. Ne? Aber ich will mich da nicht hinsetzen. Ein bisschen was anderes fehlt halt noch. Hattest du einen Kindheitstraum? Wolltest du schon immer in diese Richtung gehen? Oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast, Also mein erster Berufswunsch war eigentlich Kindergärtnerin, oder Krippenerzieherin, eigentlich mit die ganz Kleinen. Das ist nach wie vor, also ich liebe kleine Kinder, ich liebe auch größere Kinder, um Gottes Willen, ist nach wie vor noch gewesen, aber als zweiter Wunsch war es Verkäuferin. Und schuld war der Film, Eine Frau unterm Ladentisch, der tschechische Film. Okay. Weiß ja nicht, wirst du nicht kennen, bist du zu jung. Nee, ja, denke, ja. Er hat mich auch ganz doll links, und dann gab es einen Laden in Forst, da musste ich an der Schule mal vorbei. Görings, sagt dir das noch was? Ich weiß gar nicht, was jetzt da drin ist. Es ist Berliner Straße, Ecke Skorumer Straße. Da war ein richtiger Tante Emma Laden zu DDR-Zeiten drin. Berliner Straße, Ecke Skorumer Straße. Das funktioniert so. Genau die Ecke. Da steht sogar noch Görings drüber. Okay. Das war ein Laden, so richtig hinten mit Mehl rausziehen, abwiegen, alte Kasse so mit runterziehen.
Das war ein Traum, für mich war das ein Schlafenland. Wenn ich da reingekommen bin. Und die hatten noch eine große Bonbonniere, wo sie Bonbons noch stückweise verkauft haben. Also das war schon immer so deins. Also das war schon immer meins. Du lebst sozusagen deinen Traum. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, auf alle Fälle. Sehr gut. Okay, ich würde dir mal ein paar schnelle Fragen stellen. Dann kommen wir so ein bisschen zur Schnellfragerunde. Ich gebe dir einen Satzanfang vor zum Beispiel und du ergänzt einfach nur. Neue Medien sind? Hochinteressant und schnell. Okay. Da bin ich abergläubisch. Da bin ich abergläubisch. Wenn die Katze über die Straße rennt, von rechts nach links Glück bringst und von links nach rechts Pech, Schwarze. Ja, okay. Verwaltungswahnsinn. Horror. Horror in 1000 Seiten merke ich ja jetzt gerade auch mit vielen Sachen. Okay. Dafür verschwende ich gern Zeit. Mit der Familie, mit den Enkelkindern. Stundenlang. Kuscheln. Okay. Voll peinlich. Voll peinlich. Oh, was ist voll peinlich? Voll peinlich. Das ist, ja, was ist mir voll peinlich? Kann Muss ich? Ja nicht unbedingt dir voll peinlich sein. Was ist voll peinlich? Ja, wenn sich jemand daneben benimmt, na klar. Also ich finde es ganz schlimm, die Besoffenen. Also wenn die vom Markt bei mir rumsitzen und ich versuche, die da wegzumachen, das finde ich ganz schlimm. Also schäme ich mich für meinen Markt, weil die da vorne stehen und dann, ich kriege die immer ganz, ganz, ganz schlecht weg. Also ich brauche da auch mal ganz viel Hilfe von Securitas oder von der Polizei. Okay. Science Fiction oder Science Fakten? Science Fiction oder Science Fakten? Also ich, denn eher Science Fiction, weil ich kann mich auch fallen lassen. Ich kann dann auch mal in eine Traumwelt gehen, was nicht real sein, hoffentlich nie wird. Okay. Okay. Danach bin ich süchtig. Danach bin ich süchtig. Was bin ich noch? Was bin ich süchtig? Vanilleeis oder Softeis? Okay. Wollt ihr euch nicht eine Softeismaschine hinstellen? Das wäre so viel Aufnahmen, haben, sind wir wieder beim Verwaltungswahnsinn. Ach so, okay, alles klar. Auf den Sommer wäre das super. Ach, das wäre. Das bringt mich auf die Palme. Es bringt einiges auf die Palme. Also Lügen, ganz große Lügen und Unehrlichkeit bringt mich unwahrscheinlich auf die Palme. Okay. Fehler macht jeder, und aber es muss gesagt werden. Aber wenn sie nämlich dann noch anlügen und ich weiß es aber besser, das ist das, wo ich dann mal hochgehe. Okay. Das bringt mich runter. Ein Lächeln, ein Dankeschön, liebe Worte. Einfach das akzeptieren. Man soll mich einfach so akzeptieren, wie ich bin. Ich akzeptiere mein Gegenüber genauso. Okay. Damit habe ich mich in dieser Woche selbst überrascht. Habe ich noch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich die Woche selber noch nicht überrascht. Also macht man eigentlich zu wenig. Wenn er mir die Frage stellt, man macht es einfach zu wenig. Man denkt doch zu wenig drüber nach. Ja. Das Einzige, gestern Abend war ich um 8 Uhr im Bett. War ich müde. Perfekt. Ja. Darauf bin ich stolz. Ja, ich bin auf vieles stolz. Ich bin auf meine Familie stolz. Ich bin stolz, Arbeit zu haben. Hier in Forst, dass ich hier bleiben darf, dass ich Arbeitsplätze schaffen konnte. Darauf bin ich stolz. Wenn auch nicht immer so anerkannt, aber darauf bin ich stolz. Okay. Und die letzte Frage. Jugend von heute. Ist anders wie wir, definitiv. Man muss halt nur zu nehmen wissen. Aber wie gesagt, es gibt viele Diamanten, Rohdiamanten, und einige lassen sich schleifen. Und sie es nicht wollen, da kann ich nur sagen, es tut mir leid. Aber ich finde immer wieder einen Rohdiamanten. Okay, gut, das waren schon die schnellen Fragen. Okay. So schlimm war es gar nicht. Nee. Stell dir vor, du hättest eine Woche lang die Weltherrschaft. Was würdest du machen? Was müsste jeder Mensch machen? Was müsste jeder Mensch machen? Es ist eine sehr schwierige Frage, sehr interessante Frage vor allen Dingen. Ja, die sollen sich alle lieb haben. Mehr brauchen sie gar nicht. Dann funktioniert der Rest eigentlich von alleine. Keine bösen Gedanken haben. Ist so. Das ist so ein umfangreiches Thema, wo man, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte und wo ich aufhören sollte. Einfach nur respektvoll und liebevoll mit dem anderen umgehen. Und den anderen so nehmen wir es. Ich sage mal, alle kochen, ob ihr einen Tee oder ihr Kaffee mit Wasser. Es hat keiner was Besseres. Es braucht sich keiner was drauf einbilden. Okay.
Mit welchen vier Persönlichkeiten würdest du gern einmal zu Abend essen? Also einen gibt es nicht mehr, es war Michael Jackson, bin ich ehrlich. Ich bin ja mit Michael Jackson groß geworden. Tot oder lebendig, das ist alles Ja, gut. also das wäre schon jemand. Ja. Ich würde gerne mit ABBA mal zu essen gehen. Ich habe die Chance, zu ABBA Mania zu fahren, wenn es denn stattfindet. Das habe ich von meinen lieben Kollegen geschenkt gekriegt zu meinem 50. Geburtstag. Im November ist das. Das ist noch so. Darauf freue ich mich ganz, ganz doll. Das ist ein absoluter Wunsch von mir gewesen. Mit wem würde ich noch gerne essen gehen wollen? Nee, eigentlich. Das waren die beiden. Okay. Also das Ja gut, so. bei aber da hast du ja schon vier Personen. Ja, genau, da habe ich ja vier Personen. Aber eine versteckt sich ja so doll. Ja gut, okay. Das möchte ich auf jeden Fall noch erreichen. Also ich möchte erreichen, eventuell mein Urgeld, wenn ich Urgeld bekomme, Urgeld kennenzulernen und da gesund zu bleiben. Also wirklich ein hohes stattliches Alter. Also ich möchte gerne mindestens 88 Jahre, 89 Jahre alt werden. Und gesund bleiben. Und das gemeinsam mit meinem Mann. Sehr gut. Das wäre ein Traum. Letzte Worte. Was möchtest du zum Abschluss noch sagen? Aber was soll ich sagen? Hat erstmal Spaß gemacht hier. War mal interessant. Ich habe sowas noch nie gemacht. Man denkt auch wieder drüber nach, über bestimmte Sachen, was man leider im Alltag zu wenig macht. Ja, ansonsten, hierfür Forst, sage ich immer wieder. Ich freue mich, wenn jemand eine Forst was auf die Beine stellt. Also Ist so. ich mache das gerne mit dem Podcast, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwas für mich rausziehe, ne? Ich will mich einfach nur mit Leuten treffen und mit Leuten reden. Und jeder, der sich das anhören möchte oder angucken möchte, der kann sich das Ja. gerne angucken. Finde ich cool. Und, ne? Und vor allen Dingen möchte ich auch mit Leuten reden, die jetzt nicht immer direkt im Vordergrund stehen. Na, also, wenn man jetzt zum Beispiel Facebook oder sonstiges aufmacht, sieht man dich eigentlich gar Ich nicht. bin nicht dort mehr. Gar nicht. Weil, wie gesagt, du bekommst nicht nur positive Meinungen, du kriegst auch negative Meinungen. Und das haben wir ja. Man kann ja auf meine Marktseite reingehen, da kann man ja sagen, was ihm nicht gefällt oder was ihm gefällt. Das ist ja auch in Ordnung, das sollen sich auch die Kunden. Aber ich sehe Facebook ein bisschen privater. Naja, und deswegen möchte ich das nicht. War aber schon mal die Überlegung da, mal in die sozialen Netzwerke zu gehen? Ja, mit dem Markt vielleicht, um Sachen schneller an den Kunden zu bringen. Also gerade, weil wir Ja, vorhin gesagt haben, genau. Internet ist ja sehr schnell und man verbreitet sich. Ja, das ist, aber ich bin nicht in der Altersgruppe. Vielleicht, wenn ich jemand Neues als Lehrling habe, der da so ein bisschen Händchen dafür hat, wäre das natürlich schön. Würde ich natürlich auch abgeben. Warum nicht? Die Gestaltung der Internetseite, manche macht es ja richtig viel Spaß. Das wäre so. Also ich meine, du hast ja eine vorgegebene Seite von Rewe. Na, aber du könntest jetzt von dir aus sagen, ich will jetzt nur eine Instagram-Seite haben zum Könnte ich machen, Beispiel genau. und bewerbe da Produkte oder Aktionen von mir selber, die ich im Markt durchführe, ob das ein ja, Frauentag ist, ja. Kindertag, Schulanfang, wie auch immer, sicherlich richtig, ne? Aber wie gesagt, es ist aber auch so schon. Ich bin da jetzt nicht unbedingt in dieser Zielgruppe, die das macht. Also ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit Internet, gebe ich ehrlich zu. Ist ja auch gar nicht schlimm, das ist ja auch dann auch gar nicht deine Aufgabe, ne? Ja. Also dafür gibt es ja dann noch Leute, die sowas Richtig. Aber wie gesagt, ich bin eben können. die ja nach vorne. Also ich bin noch nicht die im Büro. Ich bin noch gerne vorne. Also ich mache mit, ich arbeite gerne mit. Es macht mir nach wie vor Spaß. Also ich würde eingehen wie eine Primel, wenn ich dann im Büro bin. Ja, es ist so. Nee, klar. Ja. Okay. Dorin, ich danke dir. Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich werde es online stellen und dann gucken wir mal, wie das Feedback ist. Okay, alles klar. Vielen Dank. Gut, bitteschön. Das war der Studio 2.0 Podcast mit Doreen Obern. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, könnt ihr gerne den Abo-Button drücken, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentare zu den Folgen könnt ihr natürlich auch gerne dalassen. Wenn ihr an meiner eigentlichen Arbeit als Fotograf interessiert seid, schaut doch gerne mal bei studio20.de oder auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort seht ihr einige meiner bisherigen Arbeiten und Projekte. Bis zur nächsten Folge des Studio 2.0 Podcasts.